Das ist Familie Schmidt. Familie Schmidt ist schon seit längerem auf der Suche nach einem Haus mit netter Nachbarschaft. Auch eine Grundschule in der direkten Umgebung wäre für Sohn Julius perfekt. Auf der Homepage des Maklers wird Familie Schmidt auf das Angebot von Familie Müller aufmerksam. Das Haus hat die perfekte Größe, eine tolle Raumaufteilung und auch die Lage ist optimal. Also entscheiden sich Frau und Herr Schmidt dazu, ein Exposé beim Makler anzufordern. Warum möchte der Makler denn jetzt, dass wir einem Maklervertrag zustimmen? Das war doch früher auch nicht so, fragt sich Herr Schmidt. Tatsächlich war es früher auch so. Nur, dass der Maklervertrag früher nicht zwingend in Textform vorliegen musste. Der Kaufinteressent hat schon mit dem Anfragen des Exposés durch sogenanntes konkludentes Verhalten gezeigt, dass er den Maklervertrag abschließen möchte. Es hat sich also lediglich die Art des Vertragsabschlusses geändert. Für Familie Schmidt hat dies jedoch keinerlei Auswirkungen und verpflichtet auch nicht zur Zahlung, wenn kein notarieller Kaufvertrag zustande kommt. Frau und Herr Schmidt willigen also ein und bekommen das Exposé zugesandt. Haben Sie noch Fragen zum Vertragsabschluss? Dann melden Sie sich bei uns. Wir freuen uns auf Sie.